Okay. Das kannst du keinen beschreiben. Das ist so, kann das mal jemand klippen, bitte? Das ist. Aswak, ich bin mit meinem Minibike zwischen drei Ressourcensteinen hängen geblieben. Okay. Ich komme halt einfach nicht weiter an der Stelle. Und das Dumme ist, daneben steht ein Zanta. Du kannst dir vorstellen, dass ich jetzt leichte Hemmungen habe. Okay. Ein jammernder Santa. Nein, nein, nicht auf mich, schieß woanders hin, nein! Warum wird hier nicht gearbeitet? Was solltest du machen? Eine Machete? Was fehlt dir denn? Leder, Duct Tape, Wood, Forged Iron. Ich habe alles dabei, ne? Glaub mal nicht, dass ich Repair Kits dabei habe, ne? Weil da habe ich gerade keinen Platz mehr für. Nee, ich natürlich kein... nicht. Nee. Glaub ich dir sofort. Magst du mit zwei, drei Repair Kits vorbeikommen? Ich weiß zwar nicht, warum das Minibag kaputt ist. Ich habe mich darauf eingeschlagen. Ja, ja, ja. Ich lauf uns, sonst laufe ich auch rüber. So weit weg Nein, bin ich nicht. Dann... Ich bin gleich da. Ja, okay. Das kannst du gar nicht beschreiben irgendwo. Nehme nie ein Minibike ohne Repair Kits. Ich weiß. Gut, dann haben wir es ja besprochen. Ich bin auf dem Weg. Das hatten wir auch schon mal besprochen. Ja, Marike, ja. Das ist fies, dass du es witzig findest. Aber ich kenne dich ja. Heute ist mein Tag, ja. Weil die letzte halbe Stunde war schon großartig. Ey. Kommt denn der Hund her? Ist der noch von der Hundehorde? Ja, mir ist eine Hundehorde im Schnee entgegengekommen. Bist du im Schnee oder wie? Ja, ich laufe an Center vorbei und ja, nochmal genau. An Center vorbei. Nee, zwei Centers und zwei Hunde, genau. Ja. Und hier steht auf dem Weg zu auch dir. Direkt nochmal ein Center. Haben wir drei Centers inzwischen? Echt? Könnte weißt sich du, mal, da rettest du einmal ein Center und dann kommen sie alle angeschissen. Könnte ja, sich dann der mal alle gerettet werden. Von meinem Minibike entfernen. Sag mal, wenn ich mit einem Pfeil auf ihn draufschieße, dann hat er damit doch kein großes Problem, oder? Wahrscheinlich ist es selber, als wenn du mit dem Gewehr draufschießt. Ja, ich meine, dann spawnt er aber nichts, ne? Nur wenn ich ihn anspreche ich oder bin da. Zu nah komme, ne? Guten Tag. Guten Tag. So, ich gehe mal zu deinem Bike und guck mal, was da los ist. Ja, ich denke mal. Ja, eben. Ah, nee, ich kann es gar nicht ansprechen. Ach, dann ist es einfach nur der Bug. Dann muss ich mich kurz ausloggen, was? Dann mehr ist das nicht. Okay. Probier's. Weil ich habe es eigentlich nicht kaputt gemacht. Ich mache mal kurz Exit. Mhm. Das ist halt einfach nur zwischen den Dingern eingeklemmt gewesen, weißt du? Mhm. Ah, wie ärgerlich. Aswak. Dann hätte ich hier ansonsten werfe ich dir gleich mal ein paar Repair-Kits hin. Dann gebe ich dir die Munition eben, wenn du ganz kurz wartest. Weil, dass du die schon mal wenigstens mit nach Hause nehmen kannst. Weil mir irgendwas passiert, ist es mir egal. Dann irgendwie, was soll denn dir passieren? Ich bin jetzt auch da. Geht ja gar nicht. Ja, das Hunter gleich was spawnt und nachher wieder sagt, Edge, ich habe nur ein billiges Geschenk für euch, wo nichts drin ist. So, weißt du? Ich kann die Discord-Kommentare für mich spüren. Ja, wenn ich wieder ankomme, fährt Santa gerade auf meinem Minibike nach Hause. Das so sieht in den Sommerurlaub weiterfahren wahrscheinlich. Du kannst mal mit dem Bike ruhig gegen Felsen fahren, deshalb geht das Bike eigentlich nicht kaputt. Nee, das stimmt. Also ich bin ja auch zwischen den dreien eingeklemmt. Ich habe ja schon zwei Felsen weggehauen, Aswak. Ich höre irgendwas schreien. Ja, was der schreit Weihnachtsmann. Denn da? Weihnachtsmann. Der schreit? Der lacht ja, doch. Nein, nein, nein. Der help me, ach so, und so okay. Weiter. Ach ja, richtig. Das ist am Jammern. Weil es eben eine Lusche ist. Hast du Hunger oder sowas? Nee, ich kann aber wieder aufsteigen. Halt, stopp. Ja? Warum? Wir kriegen Besuch. Ja, egal. Nee, das sind die von Santa. Komm, hau ab einfach. Ja. Abhauen. Aber die wollen wir nicht machen. Sollen die noch töten? Nochmal falle ich auf den Typen nicht rein, muss ich sagen. Da warte ich lieber bis Ostern. Okay. Nee, aber das hat sich ja nicht gelohnt. Der hat ja nichts dabei gehabt an Loot. Ja, der hat das Geschenk dabei gehabt. Das hast du ja gleich gestrappt. Ja, und was war denn deinem drin? 50 Papier oder was? Nein, ein bisschen Geld. Ja. Ja, ist doch mein ja Papiergeld halt. Ja, Papiergeld halt. Ja. Ja.
Was hast du erwartet? Eine Atombombe oder was? Zum Beispiel. Also von Santa, der einem Santa, der im Mai immer noch da ist, würde ich alles Mögliche erwarten. Hier ist ja noch einer, hier ist sein Bruder. Naja, da sind zwei. Naja. Beavis und Butthead. Hund ist down. Ich finde das gut, dass du so tierlieb bist. Der hätte ja nur gefroren, du wolltest ihn nur erlösen. Ich kümmere mich um jeden. Sag mal, unseren Schäfer und den haben wir nie wieder gesehen, ne? Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt. Nee, ist dann vielleicht weggepackt. Und da bin ich ganz froh, dass es erst der Hund war und nicht irgendwie der Sonderkostbar-Zug-Ding ist da. Oben in der Munitionskiste, nehmen wir gleich ein paar Repair-Kits mit. Komm mal mit hoch aufs Dach und schau dir mal an, wie groß dieser Gastank ist. Ja, Sekunde, ich lass mich eben hier die ganzen wichtigen Elektronikkrams, den wir hier haben, wieder zurück in die Kiste packen, dass hier nichts verloren geht, weißt du? Mhm. Den Generator Tank. Ich bin sofort da. Also ein ganz kleines bisschen Ordnung muss ja sein. Jo, jetzt haben wir 800, fast 900 Schuss mit, Moment, was ist das hier? Jack, danke für den Host. Jetzt haben wir fast 900 Schuss mit Uranmunition. Das kann sich doch sehen lassen, sag ich mal so. Weil die kostet kaum was extra, die Uranmunition. Sekunde noch eben. Eben noch das Eisen und das. So, okay, ich bin auf dem Weg. Oben, meinst du? Auf dem Dach? Ja. Wollen wir mal. Das ist aber ein hübscher Tank. So, und das ist der Moonshiner dazu. Jetzt ist er angeschlossen. Ja, aber das hätten wir doch. Theoretisch hätte das doch locker im Keller gepasst. Im Keller baue ich dir einen extra Tank. Der Tank ist nicht das teure. Aber du musst den Tank dann füllen mit diesen Gasbehältern und die Gasbehälter müssen voll sein. Achso, Moment, ich mache gerade auf. So, jetzt ist er offen. Was für Gasbehälter eigentlich? Ach, die, warte mal, unten. Ja. Aber können wir die herstellen oder? Wir haben ein paar davon gefunden. Wir müssen jetzt eine Biogasanlage machen, wo wir die Scheiße sozusagen umwandeln und die Gasbehälter befüllen. Okay, doch durch Pups, das wurde ja... Genau. Okay. Nein, lass das nicht anzweifeln. Das ist alles schon so richtig. Wo haben wir denn unseren... Ich habe doch den in der Kramskiste. Ich habe die vorhin gesehen, irgendwo. Ja, wahrscheinlich. Ein Gaszylinder gefüllt. Hier unten in zwei Stück. Warte mal, ich pack dir mal einen in die Kramskiste unten rein. Dann kannst du den auch zeigen. Wir haben zwei Stück davon, deshalb. So, ich nehme mal Scheiße mit und was brauchten wir noch? Gaszylinder. Und Fivers habe ich dabei. Es gibt einen Biogas-Digester. Ja, den brauchen wir. Ah, okay, ein Bucket. Hast du schon einen hergestellt oder machst du gerade einen? Nee, noch nicht. Nee, kannst du ja gerne machen. Das ist kein Problem. Ich. Also einer muss ihn jetzt herstellen. Ja, mache ich das. Eine reicht uns, da müssen wir diese Gastanks, müssen wir jetzt ein paar drehen lassen und dann läuft das. Ja, super. Ich lasse gerade Bullet-Tipps herstellen. Läuft auch. Weil das was ist, was uns tatsächlich fehlt. Bucket. Vier Eimer brauchen wir. Biogas-Digester. Dann brauchen wir Short-Iron-Pulse. 5. Duct-Tape. 5. Ah, die habe ich ja noch. Short-Iron-Pulse. Und... Ja, jetzt wird's lustig. Ein KR-Filter. Haben wir da noch einen? Ein Autoluftfilter. Echt, brauchen wir den? Ja. Scheiße. Sowas kriegt man ja ganz gerne mal, ne? Ja, beim Minibike, warte mal, KR-Filter, Breath Radiator. Ach nee, warte mal. Die Runden, warte die mal, Luftfilter. Warte mal. K. Können wir herstellen aus Eisen, aus 15 Eisen. Ist überhaupt kein Thema. Haben wir überhaupt noch Eisen? Wir hatten ja mal 6. Und zwar in der Workbench. Ach, ja. In der oberen Ressourcenkiste. Ja. Denk an dein Essen und Trinken. Irgendwie hast du Kohldampf. Ja, hast du recht. Sprach's und stellte sich an den Kühlschrank. Ich hab drei Essen. Nimm dir dein Essen raus
Nimm dir eben den Stack raus. Sonst. Bitteschön. Unglaublich. Ich guck mal, ich habe mir jetzt einfach mal Essen rausgenommen und esse so. Gib los, geh an den Kühlschrank, du bist kurz vorm Verhorn, stellt sich da ran und stopft sich erstmal den Magen voll. Das ist so. Weißt ich du? Hätte am liebsten noch die dicken Hamsterbacken dir gezeigt, wenn ich mir mal was Leckeres reinstopfe und deine ausgemergelten Rippen, ja, so. Wenn ich sowas wollte, wäre ich in die Wohngemeinschaft gezogen. Deshalb wohne ich auch echt lieber alleine. Sau geil. Und dann heißt es, ey, chill mal. So, ja, ganz genau, entspann mal dein Becken, Alter, ja. Kennen wir. Das ist unglaublich, ey. Ah, herrlich, ich chill erstmal auf dem Bett, ey, das sehe ich mir in Ruhe an. läuft bei uns, ey, läuft bei uns. Wow, so. Ist er in den Schussbereich der Turrets gelaufen, Joachim? Das ist eine interessante Idee. Was? Joachim vermutet eventuell, dass der Hund in den Schussbereich der Turrets geraten ist. Und er schlichtweg umgemäht wurde von unserer Verteidigungsanlage. Welcher Hund jetzt? Ja, unser Hund. Ach so. Ah. Frauen unter sich, ja, dreimal schwarzer Kater, was meinst du, warum ich einen Rock trage? Hallo? Bell trägt nur einen Rock, wenn es keiner sieht. Ach du verdammte Abt, die Gaszylinder, die kosten aber ein bisschen was. Ja, ja, wir brauchen so 4, 5 oder so. Forged Iron, 5 Brass. Hau rein. Also 5 Brass vor allen Dingen. Sprungfeder, okay. Ja, kriegen wir hin. Also da soll ich auch noch welche mal herstellen, ja? Ja, ja, ja. Mach. Nimm dir reichlich. Einfach, dass man es. Da könnte man. Ja, wenn es ans Messing geht, bin ich echt geizig. Ah, die muss man hier oben an der, wie heißt denn das Ding? An die Drehbank, ja. An der Latte, ja, herstellen. Mhm. Vielleicht 35, okay, Welt. Ja, Trinkgeld. Ja, okay. Es ist. Hallo, ich bin. Entspann dich, Alter. Mann, ich schreibe mir für sowas normalerweise Programme, ja? Jetzt lass dich mal in Ruhe, hallo. Sehr geil. Ich hab doch das mit dem Lautsprecher vorhin am Telefon auch nicht hinbekommen. Was wunderst du dich eigentlich drüber? Hä? Ich bitte dich. Scrappen jetzt. Fertig. Wir haben immer noch 2 Shotgun-Turrets. Hm? Ja, lass mir mal einen für Arcanum. Ja, alles klar. So, Biogas. Soll ich den nach oben stellen, den Biogas-Dings? Oder, ja, oder, ja, klar. Ja, ja, nee, oben bei den Kanickeln da, dass man da die Scheiße mal reinpacken kann. Ich bring auch gerade was mit, wenn du noch nicht mitgenommen hast. Doch, doch. Ich bin hier oben schon. Nein, Scheiße meine ich. Achso, nee, habe ich noch nicht mitgenommen. Huhn, gib mir mal eine. Das Huhn scheißt gar nicht mehr. So, Scheiße ist drin, Plant Fiber ist drin. Du kannst die Zylinder reinpacken. So, und jetzt können wir mal gucken. Und jetzt können wir hier die beiden vollen, ne? Warte mal, habe ich auch mal mit reingepackt, ja. So, in den Moonshiner. Da kann man herstellen. Rum. Honey Meat. Interessant. Grain Alkohol. Interessant. Ja, Grain Alkohol ist wahrscheinlich deutlich günstiger. Ein Korn und ein Bolted Water.
Oh, und klasse. Und nicht mehr 10 Korn, ne? Wie vorher. Nein, oder drei haben wir vorher gebraucht. Ja, 3. So, und du siehst, schon ist der erste gefüllt von den Gaskartuschen. Was, so schnell? Ja, das geht wahnsinnig schnell. Wir können ja Met herstellen, wie cool. Richtig Met. Ja, aber das ist aber teuer, das Zeug. Also die Herstellung. Ob dieses Beast Bread ist auch nicht ganz billig. Rum? Ja, wir können ja ein, zwei mit herstellen. Rohrzucker. Gucken, hier steht ja, aber und gucken, was man dann draus machen kann. Und hier können wir Gascans herstellen. Richtig, jetzt können wir endlich unsere Fässer umwandeln. Naja, immer gut, brauchen wir eigentlich nicht, ne? Nö. Aber wir haben unten 22 Fässer oder sowas. Aber das wandelt ja schnell um hier. In Biogas. Ja, das Gott sei Dank geht das schnell. Oh, schon wieder eine gefüllte. Aber wie lange halten die so? Also ganz ehrlich, weil dieser Gastank, der ist halt riesig, ne? Ja, ich weiß. Das Problem ist, diese Gasanlage, hast du schon was damit gearbeitet? Hattest du eben schon was hergestellt damit, mit der Maschine? Nee. Ja, aber warum ist der? Da ist jetzt schon eine Flasche schon wieder leer. Ja, ich sag doch, das ist. Puff, ist das Zeug weg. Ja, ja, aber. Genauso schnell wie es lädt, genauso schnell ist es weg. Und wenn du damit Feuerfallen machst, was meinst du, da kannst du unten einen hinstellen, der das Gas nachschiebt? Ja, aber wer. Ja. Sonst kommst du mit der Hordennacht nicht hin. Dann ist es nämlich aus. Dann sind deine Gasfallen auf einmal weg. Und dann heißt es Obola. Wenn wir damit nichts hergestellt haben, wie kann denn das. Jetzt sag mir nicht, Gas ist flüchtig. Wir haben nichts hergestellt. Gas ist flüchtig. Ich bin auch gleich flüchtig, wenn das hier so weitergeht. Nein, aber es wundert mich, dass da. Da kann doch nicht schon weg sein. Ein bisschen merkwürdig. So, ich wollte aber was herstellen mal, weil ich was testen will. Ja. Auf alle Fälle haben wir viel Spaß während der Aufnahme. Ich freue mich über euch. Watched Iron. 1, 2, 3, 4. So, jetzt stellen wir erst einmal ein Kreissägenblatt her. Ich glaube, ich muss mal mit deinem Chef sprechen, alten Dora. Ein Kreissägenblatt? Ah, willst du dir auch den Knüppel herstellen, ne? Oder? Ja, ich mache mir da jetzt mal eine Sawblade. Du kannst gerne mal haben, also wenn du den austesten willst. Der ist fast unbenutzt, ein bisschen blutig, aber ansonsten ist immer noch... Ach komm. Ja, warte, komm. Nee, also kannst du auch gerne mal nehmen hier. Oder wenn du sagst von wegen, der ist cool, dann kannst du auch mal einfach ausprobieren. Ja. Gut, jetzt habe ich ein Kreissägenblatt hergestellt, das packen wir jetzt mal zu den Waffenteilen. So. Reden noch schön, die Dinge. Das Blut jetzt mal abwischen können, ne? Oh, wie sehen denn die Spikes wieder aus? Kann man ja wieder reparieren. Leute, sind Fell und Rufus Blut an der Brüderngeister. Ja, Rufus. So, ich überlege gerade drüben. Ja, heute ist in der Tat ein bisschen viel zu Bruch gegangen hier, ne? Was denn? Wo? Ach, bei mir hier mit dem... Das war eine Aufregung mit dem AKW, muss ich sagen. Ist ja nichts passiert. Wir haben nichts verloren, alles cool. Ist eine Erfahrung, kein Problem. Alles locker. Können wir doch entspannt weglächeln.
So, ich gehe mal die Leichen wegmachen und looten, falls wir sie noch nicht gelootet haben. Schade, wir können keine von den. Sag mal, dieses Iron Soldier Toy Ding, das brauchen wir gar nicht. Was wir brauchen für die Quest da, für Verpacko ist das Iron Man Item irgendwie. Diese Iron. Aber Moment, wofür haben wir denn doch? Die Soldiers haben wir doch auch für irgendwas gebraucht. Für irgendeine Quest. Für welche denn? Da draußen. Gucke. Ich glaube, der ist tot. Oh, hier ist ja noch einer. Ja, der eine Spucker ist tot. Okay, ich schnapp mir den anderen. Auch tot. Der steht, die sind beide tot. Das sieht nur nicht so aus bei mir hier. Okay. Der hatte eine Shotgun dabei, eine komplette, eine grüne, eine abgesägte allerdings, eine kurze und ein bisschen Money. Ja. Ey, der hat keine Ahnung von Let's Plays, dieser Spucker, ne? Ich habe gerade die UI ausgeblendet, wollte zum entscheidenden Fotoschuss ausholen. Ah ja. Oh Mann. Die Quest in the Scavenging Orphans again, ja. Ja, was ist das? Plastic Soldier, Wood Soldier, Let's Show. Aber den letzten Soldier Toy, den haben wir noch nicht bekommen. Nein, der fehlt noch, ja. Hast du oben die Farm abgearbeitet? Die Bäume? Nee, ne? Einiges, war dunkel. Es mag durchaus sein, dass ich da jetzt welche übersehen habe. Die da vorne so heftig wackeln vielleicht, ne? Oder? Oh, das war laut. Was denn? Was war laut? Was ist denn bei dir passiert? Stille Zuschauer sagt danke. Ein Resub von der Duke. Wie geil. Zweiter Monat als stiller Zuschauer. Das ist wirklich ein Danke. Danke, mein Lieber. Vielen Dank für den Resub. Sehr schön. Freut mich sehr. Das ist bei mir immer mega laut. Ich erschrecke mich immer total, weil ich nicht damit rechne. So, was können wir hier? Also LED habt ihr auch noch nicht gefunden. Okay, LED Soja habt ihr auch noch nicht gefunden. Das ist ja auch schade, ne? So. Okay, es ist doch wohl alles abgeerntet. Wo ist eigentlich unser Wood Soldier? Den habt ihr da auch mal. Der kann nicht schon wieder gescapt sein. Ich war es aber nicht. Hatten wir es nicht letzte Woche erst als Thema? Wood Soldier. Wir hätten ja sogar einen Small Generator gehabt hier, sehe ich gerade. Haben wir die da reingeschmissen vielleicht? Oh, was? Ich bin reingerannt in unsere Stacheln. Die gehen noch gut. Die gehen noch gut, ist gut. Kann ich nicht irgendwas töten für eine Quest? Na, Coprap muss ich. Gather Metal Frame, Gather Copper, Gather Small Deposit, Gather Konsole. Powered Farm. Ich will jetzt irgendwas töten. Also, was mir nach wie vor aufgefallen ist, dass wir am Anfang, als wir hier gestartet sind, waren hier viel mehr Hyänen bei uns, ne, im Grasland, also in der Stadt. Ja, es ist ja gut, wir haben ja auch da drüben, da wird auf alles geschossen, was nur irgendwie feindlich aussieht. Und, ja, nee, auch wenn du hier so durch die Stadt gelaufen bist. Es ist ja weniger geworden, ja, ja. Ja, aber warum? Das kann ja jetzt. Weil wir ja auch ummachen. Ja, aber mit dem Game Stage schon. Also, wir hatten selbst in der ersten Woche. Nee, es hat mit dem Game Stage nichts zu tun. Das ist einfach. Jetzt glaub, ist halt mal weniger. Verscheucht, ne, glaube ich. Ich bin ja, sagen wir verscheucht. Ja, hier, weiß nicht, hier waren ja Nashörner, hier waren ja alles Mögliche drin irgendwie. Ja.
Jetzt ist ja schon fast selten, wenn man hier inne ist. Richtig einsam geworden. Wenn ich dich nicht hätte. Vertraut Arsrak etwa Well nicht mehr, weil er die Spikes selber testet? Ja. Oder, Arsrak? Sonst habe ich doch mal die Spikes getestet. Ich fand das auch nicht. Ah, ja, gut, eine sehr tolle Anmerkung. Hm? Ich renne auch mal rein. So ist es ja nicht. So. Ja, wir haben jetzt in-game gleich 12. Also Horde würde heute nichts mehr werden, weil das werden dann jetzt. Das würde bis 23:30 dann dauern oder sowas. Mhm, also wir müssen überhaupt dann erstmal zur Horde. Können wir die Folge noch ein bisschen überziehen, aber dann hat halt heute die Säulen sein, aber dann hat es einen Vorteil und so sehe ich das, dann kann Lan nächste Woche gerne bei der Horde. Was heißt überziehen? Wir sind am Ende, ne? Ja. Können wir auch zufrieden sein? Wieso ist hier depleted Uranium drin? Ich wusste nicht mehr genau, wo es rein soll. Und Ressourcenkiste, da ist auch das andere Uran drin. Habe ich rumgeräumt. Okay. Was war das für ein Geräusch eben? Das war ich. Ich war so ein bisschen. Ja, das war so, ich. Okay, ich bin gerade in diesem Stück zerstörten Biom und das letzte Mal, als ich hier war, kam so eine blöde Plasmakugel auf mich zugeflogen. Deshalb bin ich da gerade ein bisschen übernervös. Du bist jetzt nervös, Außen warte ich darauf, dass ich irgendwie, während ich durch die Sniper gucke, über so eine Mine renne, die hier vielleicht gerade liegt. Haben wir. Du jetzt auch, ne? Explosionsbolzen. Albert, das habe ich vorher gesehen. Dankeschön. Das dann du Schlängel. Okay. Denk dran, du brauchst dich morgen noch als Mitspieler. Du möchtest nicht, dass ich heute noch Herzinfarkt kriege. Federn. Oh Gott. Check. Holz. Ich hab auch Schlimmeres gesehen, also. Hier ist direkt so eine blöde Troller diese blöde Troller mit der Knarre wieder respawnt, ne? In dem zerstörten Leon hier. Ah, okay. Soll ich die mal mitbringen zu unserer Basis? Kannst du machen. Wo ist sie denn jetzt? Gibt's eine Abreibung. Wie beim letzten Mal auch. Brauchst du Hilfe? Noch nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich bin gerade. Sie rennt jetzt hier ein bisschen durch den Schnee. Echt? Okay, die holen wir uns. Die ist ja die Ecke, da renn ich hin. Hä? Ich bin auf dem Weg zu dir. Okay. Kannst du sie beschäftigen? Ich gehe in den Nahkampf und klatsche eine. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Nahkampf mit der Troller so gut ist. Ich muss anders. Sie ist tot, ich hab sie. So schnell? Was hast du mit ihr gemacht? Ich hab sie totgeschlagen. Ich meine gut, ich hab vorher ein paar Kopfschüsse mit Uranmunition bekommen. Was hatte sie denn jetzt drin? Irgendwas ist da hinter uns. Ich höre einen Spider irgendwo. Ja, gell? Es wird lauter. Was ist denn hier los? Ein feraler Spider. Keine Ahnung. Ist tot. Hier ein Versinn. Da ist noch was. Wo? Da kommt noch eine Ferale. Oh. Ist down. Oh, Vorsicht. Nicht mich umlegen. Ich habe das Gefühl, hier ist gerade respawn. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen laggy. Oh, jetzt ist er dran. Oh ja, hab ihn ins Bein geschossen. Ich hab's gesehen. Sorry, hab ich dich getroffen mit der Sniper? Nein. Ah.
Alles gut. Okay. Ja, die Trulle hatte nichts dabei gehabt, ne? Also, nada. Die bringt, das ist übel, ne? Also, so wirklich. Die einer der gefährlich und hat nichts. Ja, einer der schlimmsten Gegner, glaube ich, die man sich hier so. Ja. Vorstellen kann. Mit einer der schlimmsten, ja. Würde ich auch sagen. Ich will ja nicht. Also, wir haben 30 Minuten, ne? Also ja, nee, ja. Wir machen ja. Ich gehe jetzt auch mal rein, bevor ich mich hier noch umbringe oder dich abschieße oder sowas. Oh nein, so. Bitte nicht. Jo, eben muss ja nicht sein. Nee. Okay, so, dann verabschieden wir uns. Und, aha. So, zumindest erstmal von YouTube und dann wahrscheinlich auch gleich aus dem Stream. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Für euch ist ja nur ein Tag. Wir müssen jetzt eine Woche warten. Genau. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Alles klar. Okay. Bis denn. Tschüss. Ciao.